Alle YouTuber sind Sonne, erstmal ist Thomas Zapfan. Frage zu Pyrmon, jetzt stand mir diesmal aus der Leuchtsterne Kaliber 15 Robert Equid. Hast du gekauft mit 5 AP, 5 Antib und Salt, das sind diese, also 10 Stück sind der Tremor Shuttle. Und Salt, das sind diese, wie heißen die, Moment. Outback Dings, Quad Dings, jetzt soll ich wissen, ob man mit diesen Checkschusswolfer, Modell Umax, KR-70 Kaliber 22 Spatzi schießen kann und die Hochdistanz, ob die was taugen, das ist so mit 3 Farbschuss, weil mit denen habe ich noch keine Erfahrung. Das soll ich halt wissen, wie, also ob man damit schießen kann, wie weit die, hochfliegen. Ja, die nennen es Chakro. Hier sind es ein Stück drinne. Ich weiß nicht, ob ich gekauft habe. Und ich hätte noch eine Frage. Als welchen Jahr der Revolver stammt? Und zwar, da ist DPDB. Moment. Das 397 so drauf. Als welchen Wolfe der stammt, ob das ein 77er Modell ist oder für, das soll ich mal wissen, ob, wie gesagt, ob man den da damit, ob man die Dinger mit diesen schießen kann, weil ich habe mit 5 Dinger keine Fragen gehabt. Ich habe eigentlich nur bis jetzt immer an Silvester, außer an uns an Leuchtstellen geschossen, dann soll ich mal wissen, ob man den auch damit schießen kann. Diesen, ich hatte nur Drehleiten, muss ja anders sein. Das soll ich halt nur wissen. Ja, vielleicht weiß es jemand. Also, das wäre sehr nett, wenn es mir jemand bis Ende des Jahres in die Kommentare schreiben könnte. Und sollte halt wissen, wie die Effekte sind. Das ist mit Blinkerstern, glaube ich, ja. Also, ja, das soll ich halt nur wissen. Mit Pfeifantrieb, wie die hoch die sind, ob man, wie gesagt, aus welchen Jahr der Revolver stammt. Weil auf den Laufschritt ja zwar. Modell 77 soll ich schon wissen. Ja, also wenn es jemand weiß, ob es damit funktioniert, ruhig am Knacker. Und ja. So, also schön, schon einen schönen Sonntag. Bis dann. Tschüss, Thomas.